Also früher fand ich Bücher eigentlich toll, weil da habe ich gerne gelesen abends. Aber jetzt habe ich eigentlich nicht so viel Freizeit, also ich habe nicht so viel Zeit für Bücher. Also ich habe früher mal gelesen, aber es hat sich halt nach der Zeit irgendwie hat aufgehört, weil ich habe dann andere Sachen gemacht, Freizeit mit Freunden. Wenn ich Bock habe, dann lese ich. Wenn es mir nicht gefällt, dann eigentlich lese ich nie Bücher. Ich lese zurzeit ein Buch, das heißt Kick It Like Beckham. Das interessiert mich, weil es um Fußball geht, weil Fußball ist so ein Sportart, das mich wirklich interessiert. Ich habe viele Bücher zu Hause, so 15 Stück, und ich habe auch schon mal an einem Lesewettbewerb teilgenommen, wurde dritter oder vierter Platz. Ein Bücherschrank im Ernst-Bloch-Zentrum ist Ausgangspunkt des Projekts Bücherbörse. Hier kann jeder Bücher tauschen, wie auf einer Buchbörse. Doch durch Tauschen allein lässt sich die stetig sinkende Lesekompetenz bei Schülern nicht kompensieren. Die Bürgerstiftung Ludwigshafen hat es sich daher zum Ziel gemacht, mit dem Projekt Bücherbörse Kinder und Jugendliche wieder mehr für das Lesen zu begeistern. Dazu bringt das Projekt die Schüler in Lesungen hautnah mit Autoren zusammen. Der direkte Kontakt, die Möglichkeit zum Fragen und Diskutieren, löst bei den Schülern neue Begeisterung für das Lesen aus. Ich als Pädagogin eben sehe das sehr wichtig, die Lesefähigkeit der Kinder zu fördern und zu stärken. Besonders die Lesetechnik lerne ich ja auch nur, wenn ich lese. Und so vielleicht, indem wir einen Autor einbestellen und den im Bloch-Zentrum lesen lassen, dass die Kinder erfahren, wie er liest, wie kommen die Bücher zustande. Und wichtig ist, dass die Schüler aus der Schule rauskommen und ins Bloch-Zentrum kommen, dass dort die Lesungen stattfinden. Bis Sansibar und weiter heißt das Buch von Jürgen Banscherus, welches er im Mai 2011 Schülern der Pestalozzi-Schule Ludwigshafen mitbrachte. Jede Lesung steht unter einem bestimmten Thema. Dieses Mal ist es das Thema Liebe. Ein Thema, das gerade bei Jugendlichen nicht immer einfach ist. Bereits im Vorfeld wurde in den verschiedenen Klassen das Thema des Buches im Unterricht behandelt. Jetzt trafen die Schüler endlich auf den Autor. Mit über 2000 Lesungen ist Banscherus ein Routinier und weiß, wie er die Schüler packen kann. Meine Lesungen sind so angelegt, dass die Schüler, wenn sie daran denken, dass es spannend war, dass es vielleicht auch lustig war, dass sie Spaß hatten. Und sie müssen im Grunde wieder diese Verbindung herstellen, Lesen und Spaß. Und sie kennen es von der Schule eigentlich nur her, Lesen und Anstrengung. Natürlich ist Lesen auch eine Anstrengung, je nach Text. Wenn ich Bloch lese, ist das extrem anstrengend. Aber Sie müssen jetzt wirklich wieder lernen, dass Lesen Spaß machen kann und dass es leicht ist. Und von daher halte ich diese Lesung für, gerade für Hauptschüler, für extrem wichtig. Doch Lesen lernt man nicht erst in der Hauptschule oder Realschule. Die Grundlagen werden in der Grundschule gelegt. Daher setzt das Projekt Bücherbörse auf Nachhaltigkeit. Die am Projekt beteiligten Schulen bekommen von der Bürgerstiftung Klassensätze der Bücher, um damit nach der Lesung im Unterricht weiterzuarbeiten. Die dritte Klasse der Brüder Grimm Grundschule in Ludwigshafen liest regelmäßig im Unterricht. Jeder Schüler setzt sich vor die Klasse und liest einen Abschnitt eines Buches aus der Bombelmann-Reihe von Wolfgang Lambrecht. Wie lang jeweils gelesen wird, bestimmen die Schülerinnen und Schüler selbst. Zusätzlich gibt es den sogenannten heißen Stuhl. Auf diesen darf sich jeder stellen und der Klasse mitteilen, was ihm oder ihr an dem Buch besonders aufgefallen ist oder besonders gefallen hat. Somit wird auf spielerische Art und Weise neben dem Lesen auch eine einfache Reflexion des Buches erreicht. Trotz solcher Methoden gibt es aber leider immer wieder Schülerinnen und Schüler, denen die Bedeutung des Lesens nicht klar ist. Ein Mädchen meinte, sie mag kein Lesen, sie will auch nicht lesen können. Und dann habe ich gesagt, dass es eben diese drei Kulturtechniken gibt. Das ist Lesen, Schreiben und Rechnen. Und das gehört zu unserer Kultur, wie das Amen in die Kirche. Und da muss sie, also anders kriegt sie, kann sie keinen Ausbildungsplatz hier auch durchstehen. Also
am Lesen vorbei geht es nicht. Mittlerweile hat sich eine zweite Gruppe von Schülern der Pestalozzi-Schule im Ernst-Bloch-Zentrum eingefunden und lauscht gespannt der Lesung von Jürgen Bancherus. Diesmal jedoch nicht seinem Buch Besansibar und weiter, sondern Davids Versprechen. Je nach Zusammensetzung der Gruppe sowie Erfolgs- und Verständnishorizont wählt er ein passendes Buch aus. Bei Lesungen mit Jugendlichen geht es oft um Geschichten, die mit den verschiedensten Arten von Gefühlen oder auch Empathie zu tun haben. Gerade solche Themen werden in unserem modernen Medienzeitalter von Jugendlichen anders wahrgenommen. Ich denke mir, dass der Faktor Empathie, das heißt Mitfühlen, Mitleiden mit anderen Menschen, ob das nun aus dem gleichen Geschlecht ist oder aus dem anderen sind, dass das sehr nachgelassen hat. Und dass Bücher da eine unglaublich gute Chance bieten, dadurch, dass das Tempo einfach langsamer ist. Nicht? Bilder im Fernsehen sind schnell verschwunden, Filme insgesamt sind sehr flüchtig und das Buch gibt eben die Chance, dann auch sowas wie Empathie zu lernen. Empathie spielt vor allem auch in Bezug auf Gewalt gegenüber anderen eine Rolle. Und so haben sich einige Schüler der Gräfenau-Schule mit diesem Thema auseinandergesetzt. Auf dem Schulweg erpresst heißt der Titel des Buches, der hier als Klassensatz im Unterricht genutzt wird, jedoch in etwas anderer Form. Neben dem Lesen müssen die Schüler auch Arbeitsblätter bearbeiten, die sich mit den Inhalten des Buches auseinandersetzen. Dies fördert sowohl das Leseverständnis als auch die Transferleistung der Schüler. Die vierte Klasse der Gräfenau-Schule hat sich zum Buchthema Angst vor Ärger auf dem Schulweg außerdem noch etwas Besonderes ausgedacht. Die Schüler entwickelten zusammen mit der Lehrerin zwei kleine Alltagssituationen, welche die Schüler vor der Klasse nachspielten. Somit setzen sich die Schüler auch hier spielerisch mit dem Thema auseinander und können die Inhalte des Buches in das kleine Theaterstück übertragen. Danke, dass Sie uns geholfen haben. Bitte, ich konnte euch helfen, weil ich schlecht benommen habe. Lesen zu können ist ein wichtiger Bestandteil des heutigen Kulturzeitalters und eine der wichtigsten Schlüsselkompetenzen. Einen Autor wie Jürgen Bancherus hautnah kennenzulernen, ihn lesen zu hören und das in der Schule Erarbeitete zu diskutieren, fördert die Begeisterung der Kinder und schafft Interesse für weiteren Lesestoff. Jedoch muss man realistisch sein beim Anspruch, den eine solche Lesung hat. Man darf nicht den Anspruch haben, dass jetzt im Anschluss daran von 20 Kindern, die nicht gelesen haben, jetzt 15 lesen. Wenn drei davon, nur drei oder zwei, mein Buch dann zu Ende lesen, ist verdammt viel erreicht. Dann wäre ich schon glücklich. Lesen und Lesekompetenz ist die Basis für den Erwerb zusätzlicher weiterer Kompetenzen. Mit dem Rückgang der Leseorientierung der Schüler lässt auch ihre Fähigkeit nach, sich kritisch mit ihrer Umwelt auseinanderzusetzen. Die Bürgerstiftung Ludwigshafen trägt mit dem Projekt Bücherbörse maßgeblich dazu bei, dass Kinder und Jugendliche sich für das Lesen wieder begeistern und somit möglichen Defiziten vorzubeugen. Also für die Jugendlichen wünsche ich mir, dass sie durch den Kontakt mit dem Autor Ansporn bekommen haben, einfach mal zu sagen, vielleicht ist es doch ganz gut, wenn ich mal ein Buch lese. Naja, ein Schriftsteller hat ja gesagt, Lesen ist Fernsehen im Kopf. Vielleicht kriegt man es ja ein bisschen rüber. Kannst du dich nicht entscheiden? Nein. Wollen wir tauschen? Was für ein Buch hast du? Emil und die Detektive. Ja, gerne.